Scheiße. Hallo Leute, ich bin's der Ingo vom Kanal. Hallo Leute, ich bin's der Überleber vom Kanal Ingo. Und hallo Ingo, ich bin's der Kanal. Ja, hallo Leute, ich bin's der Ingo vom Kanal Überleber. Schön, dass ihr wieder mit draußen seid. Heute geht's in die vierte Runde, was das Bushcraft Camp betrifft. Wir wollen heute mal richtig Meter machen, mal richtig viel bauen hier. Wir haben ja in den ersten Folgen eher so vorbereitende Maßnahmen gemacht, ne? Werkstatteinrichtung ein bisschen gebaut, Werkzeug und so. Und heute wollen wir mal richtig Material ranschleppen, dass das ganze Lager sich ein bisschen weiter ausbreitet. Wir wollen hier heute Wände bauen, alles ein bisschen stabilisieren, alles ein bisschen abstützen und fester machen. Mal sehen, wie weit wir da heute kommen. Auf alle Fälle wird es spannend. Heute werde ich auch wieder tatkräftig unterstützt vom Chris. Packen wir es an. Okay. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier die Kiefer, ihr seht ja, die ist richtig kaputt. Hier ist richtig der Borkenkäfer drin gewesen. Hier die Borke, die können wir vielleicht noch gebrauchen. Nehmen wir dann als Dachschindeln oder so. Aber die liegt da oben bloß noch in der anderen Kiefer auf. Und das ist ganz schön gefährlich an unserem Lager dran. Also da versuchen wir die jetzt erstmal in die Richtung hier umzuwerfen. Also die ist auch schon komplett tot. Seht ihr ja, da passiert nichts mehr. Aber die muss hier weg, sonst gibt es hier im nächsten Sturm wahrscheinlich Probleme. Halten hier so ein bisschen auf Spannung. Ja. Na, mit dem Segen hätten wir uns auch sparen können. Ja. Naja. Boah, da hätten wir uns den Segen fast sparen können. Da hat es gleich die ganze Wurzel mit rausgearbeitet. Boah, das war jetzt auch mehr Arbeit als gedacht, weil er sich immer oben richtig schön verhakt hat. Aber haben wir wieder gut hingekriegt. Denke ich auch. Dann haben wir gleich wieder Baumaterial. Ja, jetzt haben wir erstmal den Baum da hinten umgelegt. Der war ja wirklich gefährlich nah am Lager. Haben gleich nochmal die Rinder abgeerntet von dem toten Baum. Der war ja sowieso schon komplett erledigt. Die können wir dann gleich benutzen, um das Dach zu decken. Ja, und als nächstes wollen wir dann eben hier die Seitenwand zumachen und hier vorne in dem Bereich, wo wir auch noch ein bisschen arbeiten und hantieren wollen und so frei bewegen wollen, wollen wir dann noch ein Schrägdach machen. Wahrscheinlich hier vorne dann auch noch eine Reflektorwand, wo wir dann eventuell hier ein Wärmefeuer machen.
so dass die Wärme immer entlang am Schrägdach unter die Plattform steigt. Und wir, wenn wir oben auf der Plattform, wenn wir die dann ausgebaut haben, übernachten, dass wir da vielleicht gleich die Wärme haben. Also so ist der Plan. Also hier kommt jetzt quasi ja, eine Art Vordach runter, in dem man sich noch ein bisschen frei bewegen kann, hier unten hinsetzen kann. Und hier wird erstmal alles winddicht. Dann tarnen wir das vielleicht noch ab und dann geht es in die zweite Etage. Also heißt es mal wieder sägen, sägen, sägen und schleppen. Lachst du dich tot? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Der war jetzt hier. Guck mal. So sieht hier jeder Ast, jeder Zweig aus, ja. Unfassbar. Thank you.
Ja, nimmt doch langsam Gestalt an. Trockenwirt erstellen. Das hast du ja gut gemacht hier. Das sieht ja gut aus. Hol dir mal deine zwei Stücken Fleisch ab. Und wir aus der Heizung essen.
Ja, sieht doch gut aus. Ja. Ich bin gespannt, ob das dicker oder wirklich durch ist. Ne? Bisschen wie einer Otter-Imbissbude. Ja. Also ich find's gut. So, jetzt haben wir ganz schön gerackert hier heute, aber ich denke, das kann sich sehen lassen. Da haben wir schon richtig hoch eine Schutzwand gemacht, auf der rechten Seite hier auch, die wollen wir auch noch ein bisschen höher machen. Hier vorne eine große Reflektorwand, hier haben wir noch einen Graben quasi, wo wir dann die Feuerstelle dahinter machen möchten, so dass die immer schön Luft ziehen kann und gleichzeitig ist es ja hier auch so ein bisschen abschüssig, dass eben das Wasser hier alles schön ablaufen kann. Ja, und der Chris hat hier auch immer schön das Feuer am Laufen gehalten. Hier hinten mit dem Holzvergaser, ja, der wollte heute nicht so richtig. Da hatten wir nur so ein bisschen Krempel drin. Aber jetzt läuft er richtig schön. Und ja, und so sieht die Geschichte bis jetzt hier von innen aus. Also ist es langsam schon mal ein bisschen windgeschützter. Die Wände wollen wir dann natürlich noch mit Moos und Laub und so ein bisschen abdichten. Ja, aber so für die erste Etage sozusagen sind wir hier schon weit gekommen. Chris hat sich hier heute auch noch so einen Steckstuhl gebaut. Da können wir hier demnächst gemütlich schön am Feuer zu zweit sitzen. Und dann gibt es ein bisschen Steaks. Und jetzt mal hier der Blick von innen, also von hinten quasi. Ja, das wird gemütlich. Die ganzen Späne, das sieht wirklich aus wie hier ein Meerschweinchenstall. Aber da hat man immer gleich Material, was man da in den Ofen geben kann. Der andere Ofen, der brennt auch schon. Ja, ich gehe hier mal ein bisschen raus. Jetzt wird es langsam mal ein Camp, ne? Ja, und hier kommt, wie gesagt, erstmal das Schrägdach hin, so dass man eben seine Sachen erstmal trocken lagern kann. Also da wollen wir das Feuerholz erstmal hinmachen, die Werkzeuge, die wir gebaut haben. Wir haben auch schon den Sägebock nach außen gelagert. Dann wollen wir den Hackklotz auch noch nach außen nehmen, so dass wir da dann erstmal arbeiten können, innen drinne dann mehr Platz haben, um die Wände weiterzumachen. Ja, und wenn das dann eben alles richtig dicht ist, geht es dann eben in die zweite Etage. Da wollen wir erstmal eine Art Geländer machen, dass wir uns da sicher bewegen können. Ja, und dann geht es da an die Dachkonstruktion. Aber jetzt, wie gesagt, haben wir schon mal ganz schön was geschafft hier. So für einen Tag Arbeit, denke ich mal, ist das okay. So, dann wollen wir doch mal gucken, was hier die zweite Runde Fleisch macht. Eieiei.
Richtig saftig sieht das aus. Hm. Was sagst du? Ist gut. Draußen schmeckt das Essen immer besser. Naja, dann werden wir uns das hier noch zu Gemüte führen, würde ich sagen. Aber der ist leer. Ach so. Ich sag's, tu mir auch noch was drin. Ja, doch, bitte. Tschüss. So Leute, dann sind wir auch am Ende angelangt von der Bushcraft Camp Folge 4. Ich denke, wir haben hier ordentlich was geschafft. Jetzt sind wir auch schön satt, haben schön ein paar kleine Steaks gegessen, ein bisschen was getrunken, ein bisschen was gebastelt. Ja, und es ist jetzt auch langsam richtig kalt. Da werden wir jetzt hier noch so ein bisschen das Feuer genießen hier, die kleine Spätenfackel. Die werden wir jetzt noch ordentlich abbrennen, uns jetzt hier einfach noch ein bisschen dazusetzen und entspannen. Alles klar, dann hoffe ich mal, euch hat diese Folge gefallen. Lasst ruhig mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ne? Ansonsten danke fürs Reinschauen und tschö tschö. Ahoi. GoPro, Aufnahme stoppen. GoPro, Aufnahme stoppen. GoPro, Aufnahme stoppen. Ey GoPro, bist du, wenn du mit Chris hier lieber filmen möchtest, ja? In den ersten Folgen eher so ein bisschen vorbeugende Na, hab ich dir Sachen angebaut? Wir haben uns im Baumarkt einen Haufen Bretter besorgt und ganz viele Nägel und GoPro-Aufnahme stoppen. GoPro-Aufnahme stoppen. GoPro-Stopp. GoPro-Stopp. Also heißt es mal wieder GoPro Aufnahme Stopp. GoPro Aufnahme Stopp. Ach man ey. Getaner Boy. Ja. GoPro Stopp. GoPro Aufnahme Stopp. GoPro Stopp. GoPro Stop it. GoPro Stopp. Langsam weg war. Ja, hallo Leute, ich bin's der Ingo vom Kanal. Hallo Leute, ich bin's der Überleber vom Kanal Ingo. Und hallo Ingo, ich bin's der Kanal. Ja, hallo Leute, ich bin's der Ingo. Ach, naja, das sieht ja aus, wie ich hier gerade. Kann ich die Schlitze gefressen haben. Ja, ich begrüße manchmal. Ich ja. Denke mal, heute werden wir richtig weit kommen. Ja. Naja. Ja, ach so. Was habe ich gesagt? GoPro, stopp! GoPro, stopp! GoPro, was? GoPro, stopp! Scheiße. Ja.
Ja. Das wäre auch geil, wenn das dann mitkommt. Ich war noch mal Sicherheit. Schön auf die Fresse gefallen. Für vier Bushcraft Camp. Die vierte Episode. Ja Leute, dann sind wir hier auch am Ende angelangt.